Wunderbar, hallo zusammen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe jetzt noch 20 Minuten Zeit, 5 Minuten für Fragen. Ich versuche die einfach in 15 Minuten zu verpacken, da wir schon so ein bisschen hinterher sind. Worüber möchte ich mit euch sprechen? Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie wichtig Customer Experience ist im B2B, natürlich auch im B2C. Wir schauen uns dazu ein paar Beispiele an. Und was für eine Rolle auch künstliche Intelligenz dabei spielen kann. Um mich vielleicht kurz vorzustellen, meine Freundin hat mich gebeten, ein Bild zur Verfügung zu stellen, wo ich mal lache oder nicht so ernst gucke und vielleicht ganz passend zur Fußball-Weltmeisterschaft. Ich kümmere mich seit 3,5 Jahren bei Styler darum, Brands, Retailer im B2C, im B2B, E-Commerce, nicht E-Commerce, dabei zu unterstützen, eine wirklich gute Customer Experience herzustellen. Und ich möchte euch den einen oder anderen Denkanstoß, die ein oder andere Idee heute ganz gern mitgeben. Und anfangen würde ich ganz gerne mit einem Zitat von Brian Solis, der gesagt hat, Experiences are more important than products now. In fact, experiences are products. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben einen Online-Shop? Einmal die Hand heben. Okay. Wie viele von B2B? Okay. Wie wichtig Content ist, haben wir ja schon vorhin gehört. Wie wichtig Storytelling ist. Ich glaube, im Zeitalter von Amazon, im Zeitalter von Zalando, im Zeitalter von Home24 ist es unheimlich wichtig, dass wir eine Message haben, mit der wir uns differenzieren können. Es reicht nicht mehr aus, das beste Produkt zu haben. Es reicht nicht mehr aus, vielleicht irgendwie die besten Konditionen, die besten Händlerkonditionen zu haben. Ich muss irgendwas bieten, um meinem Kunden einfach ein Verkaufserlebnis darzustellen. Und wir haben uns mal unsere Kunden angeschaut, die im B2B tätig sind und haben herausgefunden, dass es bis zu 12% weniger Kundenabwanderung gibt. Also wir mit Content wirklich schaffen, eine Bindung herzustellen, die wir durch Newsletter, durch Social immer wieder auffrischen, um den Kunden wieder neu auf die Seite zu bekommen, um einfach eine viel, ja, wichtigere, eine viel intensivere Kundenbindung herzustellen. Und natürlich auch, Sales darf man nicht vergessen, bis zu 36% das Ganze zu erhöhen, was die Erfolgsquote steigert in den Angeboten. Ich würde ganz gern nochmal einen Vergleich machen zum B2C, die es ja schon ganz gut vormachen. Ich glaube, man kann sagen, dass sie so ein bisschen der Vorreiter sind, was das Thema angeht. Und habe da mal zu ein, zwei Beispiele mitgebracht. Das, was ihr hier sehen könnt, ist eine Landingpage von Obi, ja, die natürlich auch ganz viele Themenwelten haben, Tipps und Tricks, wenn es um Garten geht, um Wohnzimmer geht. Wenn wir hier mal so durchscrollen, dann gibt es ganz verschiedene Elemente. Ich komme später noch zum Punkt Ressourcen, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Das, was ihr hier seht, Editorial Shopping, Hotspots auf Bildern, aus dem man direkt einkaufen kann, Instagram, entweder der Obi-Account oder der Account, der gesynkt ist, basierend auf Hashtags mit Usern, Videos, die ja einfach abzuspielen sind aus dem Feed heraus und vielleicht sogar noch das Ganze personalisiert, weil es mit einer Reko-Engine connected ist. All das funktioniert recht schnell. Wie kann das mobile aussehen, ist natürlich auch ein super wichtiges Thema. Hier seht ihr Canterbury, ein Kunde, mit dem wir jetzt 2,5 Jahre zusammenarbeiten in UK, insbesondere der Shoppable Content device-übergreifend anbietet. Ich habe hier nochmal zusammengefasst, was wichtig ist, wenn wir über Content Commerce sprechen, wenn wir über eine wirklich gute Custom Experience sprechen. Zum einen ist es wichtig, dass der Content shopper ist, ja? Dass wir Content und Commerce miteinander verknüpfen, um einfach eine nahtlose Customer Journey zu kreieren. Ihr könnt es hier ganz gut sehen, ich klicke auf das Produkt, im Hintergrund wird der Product Feed gezogen, ja? Und dementsprechend kann das Produkt ganz einfach in den Warenkorb gelegt werden, ohne noch groß rauszuverlinken, ohne den Kunden durch mehrere Tabs, durch mehrere Fenster führen zu müssen. Was ist noch wichtig? Responsive ist natürlich wichtig, muss verfügbar sein auf allen Devices. Auch das ist natürlich ein Zeitthema, darüber sprechen wir, wie gesagt, gleich. Und es muss, im Bestfall ist es automatisiert designt, um natürlich möglichst viele Ressourcen zu sparen. Gerade wenn ich über den nächsten Punkt Personalisierung nachdenke, dann wäre es natürlich schön, wenn ich wirklich die Zeit habe, um auch dementsprechend viel Content für die einzelnen Target Groups zu erstellen. Er muss richtig distribuiert werden. Content alleine reicht natürlich nicht aus. SEO ist ein wichtiges Thema dabei. Newsletter, die ganzen Social-Kanäle, all das ist wichtig. Und dann ist natürlich die große Frage, geht es auch im B2B?
Ich habe mir ein Beispiel rausgesucht, ein Kunde, Seka, in der Medizintechnik unterwegs, europaweit relativ groß. Und die haben vor 2,5 Jahren einen Stories-Bereich gelauncht, um sich als Experten zu positionieren. Die hatten eine unheimlich große Bounce Rate auf der Seite. Commerce fand da nicht so richtig statt. Und sie haben einfach gemerkt, dass da viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, um einfach eine weitere Zielgruppe zu erschließen. Und da gibt es einen Artikel über den Phasenwinkel, der auf Google auf Platz 4 ist, wenn man diesen Begriff eingibt. Platz 1 und 2 ist Wikipedia. Und dieser Artikel wurde 2000 Mal aufgerufen. Und durch solche Beispiele schafft es Seka ganz gut, wirklich neue Kunden auf die Seite zu bringen, die sie dann natürlich auch mit gewisser Distribution zu nachhaltigen Kunden macht. Und das ist nur ein Beispiel, was sehr, sehr gut beweist, dass eine gute User Experience neben einem sehr guten Produkt ganz, ganz, ganz elementar wichtig ist, auch im B2B. Warum? Ich habe es nochmal zusammengefasst. Zum einen geht es darum, ja, die Marke, die Brand aufzubauen, Aufklärungsarbeit zu leisten, mich als Experte zu positionieren, wie auch einen Seka beispielsweise. Es geht darum, den Kunden emotional abzuholen. Ja. Im B2C, manchmal weiß ich vielleicht, ich brauche eine Levi's in 32, gehe ich in den Shop, Suchfunktion, klicke ich mich durch und dann kaufe ich sie. Aber manchmal will ich auch abgeholt werden. Heutzutage im Fashion spricht man davon, man verkauft nicht mehr einzelne Produkte, man verkauft Outfits. Ja? Und ich glaube, dementsprechend ist ganz wichtig, dass man auch Kunden, die sich eben emotional abholen lassen wollen, emotional abholen lassen kann. Natürlich auch zum Kauf anregen, also shoppable Content, ganz wichtig. Das muss nicht immer nur ein Produkt sein, was man in den Warentorb tun kann. Gestern mit einem Autohändler aus München telefoniert, die eine recht große Händlerstruktur haben und für die es extrem schwer ist, all diesen Händlern die Möglichkeit zu geben, ja, Landingpages zu kreieren, weil nicht jeder Händler aufgrund regionaler Strukturen beispielsweise den gleichen Content braucht. Und das ist nicht ganz so einfach, aber trotzdem sehr, sehr, sehr wichtig, um eben ausreichend Leads zu kreieren. Und das kann genauso gut auch ein White Paper sein, wie wir es vorhin gehört haben, was zum Download angeboten werden kann, um eben den ersten Prozess im Sales Funnel einzuleiten. Ja, künstliche Intelligenz. Wie wichtig ist das? Wie sieht das aus in Bezug auf Custom Experience? Wie kann mir das helfen? Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, Douglas. Auf der linken Seite seht ihr den Case, wie es vorher aussah, wo man quasi basierend auf einer Template-Struktur Content auf die Seite gebracht hat. Das ist halt relativ starr, weil man natürlich eine gewisse Anzahl an Templates nur zur Verfügung hat und natürlich auch nur gewisse Ressourcen einsetzen kann. Das Ganze muss man dann auch nochmal durchspielen für Tablet, für Smartphone und dann gleich einfach mal 3 rechnen. Und das, was ihr auf der rechten Seite seht, ist quasi ja, dank künstlicher Intelligenz, dank eines Algorithmuses automatisiert grafisch für jedes Device auf die Seite gebracht worden. Der Kunde hat einfach nur sein Content in das Backend gegeben, ja, Video, Textmaterial, Produkt, je nachdem, wie der Fokus sein soll. Und mittels des Algorithmuses wurde es dann in der entsprechenden Brand CI auf die Seite gepackt. Eine Case Study habe ich auch noch mitgebracht, um nochmal über Zahlen zu sprechen und da möchte ich ganz gern wieder auf den B2B-Case zurückkommen, auf Seka. Was war die Herausforderung? Die Herausforderung war zum einen, das Expertenwissen, was sie zweifelsohne seit den ganzen Jahren, die sie schon am Markt sind, haben, nach außen zu tragen. Wir hatten natürlich schon eine Content-Strategie, aber wie schafft man die auch richtig auf die Seite zu integrieren? Wie schaffe ich es, die Zielgruppe dann auch nachhaltig darauf aufmerksam zu machen, weil nur so einen Bereich zu haben, reicht natürlich nicht aus. Und wie schaffe ich es vor allem dann, ja, aus den Nutzern wiederkehrende Nutzer zu machen und letztlich natürlich auch neue Sales-Kanäle zu erschließen. Wie haben wir es umgesetzt? Die beiden wichtigsten Elemente waren zum einen die Connection zwischen Content und Commerce. Commerce gab es zwar schon, Content gab es noch nicht. Also das Zusammenführen, nicht irgendeinen Blog beispielsweise extern auf eine Seite packen, sondern es wirklich eng miteinander zu verzahnen, in die Website einzubauen und die Produkte natürlich auch shoppbar zu machen in dem Fall. Und mit Hilfe von automatisiertem Design eben auch eine gewisse Zeitersparnis darzustellen in der Content-Produktion, weil Content ist ein Thema, was man ja
nach und nach immer wieder betreiben muss. Es reicht halt nicht einmal, einen Beitrag auf die Seite zu packen, sondern das muss halt kontinuierlich passieren. Und dazu brauche ich natürlich Ressourcen. Und ab und an sind die Digitalteams, ja, ihr wisst das selbst, wahrscheinlich nicht immer sehr, sehr, sehr groß. Und dementsprechend sind Ressourcen ein wichtiges Thema. Und Skalierbarkeit war natürlich auch ein wichtiger Punkt, international tätig, ich glaube in 28, 29 Ländern. Von daher war natürlich auch die Frage, wie schaffen wir später, wenn es erfolgreich ist, in die anderen Länder zu implementieren, ohne diesen Aufwand mit 29 zu multiplizieren. Was haben wir erreicht über die letzten 2,5 Jahre? Wir haben es geschafft, den organischen Traffic um 52% zu steigern. Longform-Content, SEO, ich glaube, ja, da ist einige Luft nach oben und Content ein elementarer Bestandteil, um eben sich auch SEO-technisch optimal aufzustellen. Wir haben es geschafft, dass die Bounce Rate zurückgeht, weil natürlich die Verweildauer auf der Seite, dadurch, dass sie in Beiträge gebunden werden, sich durch die Bereiche scrollen, ja, die wird halt einfach viel höher. Und man kann es theoretisch natürlich auch mit Recommendations noch weiter treiben und es natürlich dann dementsprechend schaffen, individualisierten, personalisierten Content auszuspielen, um einfach noch größere Verweildauer zu generieren. Wir haben es geschafft, dass die wiederkehrenden Nutzer um 43% gesteigert worden sind. Warum? Weil wir es geschafft haben, Content in den Newsletter zu integrieren, der einmal im Monat rausgeht. Wir haben es geschafft, dass Content auf den sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram gespielt wird, damit der Kunde dort nicht aufhört zu stöbern, sondern direkt von Facebook auf die Website beispielsweise gelangt. Und ja, haben es somit geschafft, damit mit Content Marketing einen elementar wichtigen Bestandteil der Seeker-Seite zu sein. Um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, es ist elementar wichtig, nicht nur im B2C, sondern auch im B2B, eine wirklich gute Customer Experience darzustellen, um sich einfach zu differenzieren von den anderen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass Content und Commerce eng miteinander verzahnt werden muss und ja, Produkte, Inhalte shoppbar gemacht werden müssen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass man sehr, sehr, sehr gut darüber nachdenken sollte, wie man die Ressourcen richtig einsetzt und dabei künstliche Intelligenz nicht vernachlässigt, denn es kann wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Hebel sein, wirklich sehr viel mehr PS auf die Straße zu bringen. Das war es von meiner Seite. Falls ihr Fragen habt, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin auch anschließend noch hier, insofern können wir gerne auch anschließend ja, in die Gespräche gehen.